Als regionales Traumazentrum besitzt das Klinikum Südstadt in Rostock die bestmöglichen Bedingungen, um Schwerverletzte rund um die Uhr behandeln zu können. Für die Unfallerstversorgung stehen ein sogenannter Schockraum, Operationssäle und moderne Behandlungsräume zur Verfügung. 7000 Patienten werden jährlich in der Notaufnahme betreut. Ein Spezialist der Klinik für Unfallchirurgie, Orthopädie und Handchirurgie ist ständig vor Ort und gewährleistet, dass alle Verletzungen und akuten Erkrankungen so schnell und so gut wie möglich versorgt werden. Die meisten Menschen nehmen ja an, dass das, was in der Unfallchirurgie passiert, Verkehrsunfälle sind und schwer verletzte Patienten, die von der Straße in die Klinik gebracht werden, uns am meisten beschäftigen. Das ist aber nicht so. Wir haben eine sehr große Zahl an Patienten, die nicht im Straßenverkehr verunfallen, sondern beispielsweise in der Freizeit. Da spielen Freizeitsportunfälle eine Rolle, da spielen Unfälle im Haushalt eine Rolle und es spielen Unfälle in verschiedenen anderen Bereichen, sei es die Gartenarbeit und so weiter, eine Rolle. Neben den Unfallverletzungen werden in der Abteilung für Unfallchirurgie, Orthopädie auch degenerative Erkrankungen des Stütz- und Bewegungsapparates behandelt. Dies sind Erkrankungen, die durch Abnutzung und Verschleiß verursacht werden. Durch moderne Operationsverfahren wie die Arthroskopie oder die Implantation von künstlichen Gelenken kann heute vielen Leuten geholfen werden, sich wieder schmerzfrei zu bewegen. Mobilität und Lebensfreude zu schenken ist das wichtigste Anliegen der 14 Mediziner um Chefarzt Dr. Westphal. Neben Operationen an Hüfte und Kniegelenk haben sie sich vor allem auf die Schulter- und Ellbogenchirurgie spezialisiert. Hier hat es erst in den letzten Jahren deutliche Fortschritte in der Endoprothetik gegeben. Im Gegensatz zu vielen anderen Häusern konzentriert sich hier jeder Orthopäde und Unfallchirurg auf ein bis zwei ganz spezielle Gelenke oder Körperbereiche, um mit hoher Professionalität jegliche OP- und Therapieverfahren beherrschen zu können. Also ich bin der Ansicht, dass das Wissen, was in den letzten Jahren in der Medizin angehäuft wurde, so umfangreich ist, dass es meiner Meinung nach kaum einen Unfallchirurgen und Orthopäden geben kann, der das Gesamtgebiet beherrscht. Das heißt, wenn man sowohl theoretisch als auch praktisch in einem Gebiet fit sein möchte, dann muss man sich spezialisieren. Es geht gar nicht anders. Im Jahr 2010 wurde am Klinikum Südstadt in Rostock außerdem die Abteilung Handchirurgie etabliert. Sie verfügt über eine materielltechnische Ausstattung, die höchsten Ansprüchen gerecht wird. Dazu gehören unter anderem ein hochauflösendes Operationsmikroskop, spezielle mikrochirurgische Instrumentarien, Geräte zur Messung peripherer Nervenströme sowie moderne Nerven- und Gelenkprothesen. Die Fachärzte dieser Abteilung besitzen die anspruchsvolle Zusatzqualifikation Handchirurgie. Als Behandlungsschwerpunkt haben sich die Gelenkverschleißerkrankungen an der Hand herauskristallisiert. In enger Kooperation mit dem Rheumazentrum der Klinik kann hier vielen Patienten geholfen werden. Hervorhebenswert sind auch die Leistungen bei akuten Komplex- und Amputationsverletzungen, die die Möglichkeit zur Replantation abgetrennter Handteile einschließt. Zum Glück aber bleiben diese spektakulären Rettungseinsätze eine Seltenheit. Wir haben in den letzten Jahren unsere Zahlen in der ambulanten und stationären Behandlung deutlich steigern können. Es sind derzeit etwa 600 bis 700 Patienten, die wir bei uns betreuen. Etwa zur Hälfte ambulant, zur Hälfte stationär.